Hallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Sammelkartencheck. Ja, heute wollen wir uns das Buch der Verbotenen anschauen und davor will ich noch eine Kleinigkeit sagen. Ich habe das schon bei den Neuzugängen gestern oder vorgestern gesagt. Ich werde es aber so machen, die Binder, die ich schon fertig habe, die oben schon eingelagert sind, die werden bis zur Eröffnung geheim bleiben. Und die Binder, die ich ab jetzt hier neu veröffentliche, beziehungsweise ich neu machen werde, so wie dieser hier, der jetzt vor einigen Tagen fertiggestellt worden ist, die Binder werde ich euch zeigen, und zwar immer dann, wenn noch exakt 50 Karten fehlen, um den Binder komplett fertig zu haben. Das heißt, ihr werdet diese Binder immer dann sehen, wenn noch 50 Karten fehlen bis zur Fertigstellung. Bei diesem Binder ist es jetzt so, dass ich mich verzählt habe und es eigentlich noch 51 Karten sind, die fehlen. Jetzt habe ich das aber schon groß angekündigt, was bedeutet, dass ich jetzt keinen Rückzieher machen will. Das heißt, auch wenn jetzt hier 51 Karten fehlen, wollen wir uns trotzdem anschauen, was drin ist. Ich hatte gehofft, dass der Dunkle Magier in Colored Rare noch kommt, den ich bestellt hatte. Dann wären wir nämlich bei 50 gewesen, aber der ist heute nicht gekommen. Wird wahrscheinlich Montag erst der Fall sein. Aber was soll's. Ja, wie auch immer, die Lichtverhältnisse sind natürlich mal wieder nicht so prickelnd. Es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen spiegeln, ein bisschen verschwommen aussehen, eben wegen den Folien. Das kann man auch nicht ändern. Da müsste ich mir eine neue Kamera kaufen, eine bessere. Und ja, das Geld habe ich momentan einfach nicht, also tut mir leid. Ich hoffe aber, ihr werdet es trotzdem genießen, so wie ich das jetzt genießen werde. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Und ja, wie der Name das Buch der Verbotenen, ich gebe meinen Bindern ja gerne Titel, schon sagt, grinst uns auch als allererstes eben die Verbotene an. Exodia, die Verbotene. Ja, das ist so ein bisschen das Kopfthema des Albums, so wie auch beim vorigen Album eben die Götterkarten. Da haben wir natürlich die Götter in unterschiedlichsten Seltenheitsstufen, Raritäten, und wie ihr schon seht, ich habe hier keine kompletten Exodien reingebaut, wo ich dann mit irgendwas anderem außenrum aufgefüllt habe. Nein, das mag ich nicht. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Ich habe wirklich Köpfe und Gliedmaßen getrennt. Aber ihr werdet ja gleich sehen, was ich meine. Ja, die beiden oberen Plätze, die sind noch frei, denn es kommt da jetzt die Yugi Legendary Decks 2 raus. Da soll die Exodia ja komplett in Kamen dabei sein. Auch der Kopf, habe ich zumindest gehört, von Arnie. Also einer meiner Händler, und da werden dann eben zwei Kamenköpfe reinkommen. Darunter haben wir eben hier auch etwas unspektakulär viermal den Kopf der Exodia in Gold Rare aus dem PGL 2. Und daneben haben wir ein Playset der Köpfe in Colored Rare, das heißt eben mit farbiger Schrift. Der oberste Kopf ist mit roter Schrift, der zweite mit grüner und der dritte mit blauer. Ich werde es wie auch beim anderen Binder so halten, dass ich ungerne Karten hier rausnehme, ganz einfach aus dem Grund, weil durch das Rein- und Rausschieben die Pockets verkratzen, und das ist eben sehr, sehr unschön. Aber ich werde es bei einzelnen Karten eventuell machen. Gut, hier geht es dann natürlich weiter mit Exodia-Köpfen. Das sieht natürlich wieder Bombe aus. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ganz links oben den Exodia-Kopf in Millennium Rare. Darunter haben wir zwei Stück in Ultra aus den Yugi Legendary Decks. Dann haben wir zwei Köpfe aus LOB und zwei Köpfe aus Dark Beginning, war das, glaube ich. Danach folgen zwei Köpfe aus der Master Collection in Secret Rare. Und hier auf der rechten Seite haben wir noch einen aus der Legendary Collection als Erstauflage. Und ja, hier haben wir jetzt was ganz Besonderes. Diese Exodia hier, die hole ich sogar mal raus, ist auch Secret Rare aus Japan und ist sozusagen die zweitwertvollste Exodia, die es gibt. Die teuerste Exodia ist und bleibt natürlich die LOB Exodia in First und Mint. Wie viel die geht, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie geht weit über 200 Euro komplett, und diese Exodia hier geht eben in etwa 200 Euro. Ich hatte wirklich wahnsinniges Glück, dass mein Händler die richtig günstig ranbekommen hat, was quasi hieß, dass ich für die komplette nur 70 bezahlt habe, aber sie wird normalerweise bis zu 200 Euro gehandelt, weshalb es auch sehr, sehr lange gebraucht hat, bis ich diese Exodia wirklich hier bekommen habe. Dann haben wir hier ganz am Rand oh Gott, wie hieß er nochmal? Summoned Lord Exodia, richtig. Diese Karte wird es auch demnächst auf Deutsch in Ultra Rare geben. Soweit ich weiß. Also die sollte auch geprintet werden. Wahrscheinlich auch in den Legendary Decks. Vermute ich jetzt einfach mal, weiß ich nicht.
Die hier ist natürlich in Gold Millennium Rare. Wir haben hier oben eine in Koreanisch und zwei weitere in Japanisch. Wenn dann die Ultra Rare Variante kommt, wird die hier oben ausgewechselt und die steht dann eben zum Verkauf für etwa 15 Euro. Auf der nächsten Seite begegnen uns natürlich die ganzen Exodia-Teile. Uns fehlen hier natürlich noch die zwei Arme in Secret aus der Legendary Collection. Das wird wir noch ewig brauchen, die zu kriegen, weil die will uns ja keine einzeln geben. Die wollen wir dann immer nur die komplette Exodia verkaufen, was natürlich auch verständlich ist. Und das ist uns definitiv ja, zu teuer, kann man sagen. Die einzigen Unterschiede, die es hier eben gibt, ist die Tatsache, dass es die Teile eben hier noch in Common gibt und eben in Rare. Das gibt es ja bei den Köpfen nicht. Also es gibt weder einen Kopf in Common, also noch nicht, und es gibt eben auch keinen in normalem Rare. Ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ansonsten sind die anderen Teile exakt gleich wie eben die Köpfe auch. Deswegen denke ich mal, können wir das recht flott überspringen und muss glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, hier geht es jetzt weiter mit den Exodia Necros Karten. Die haben wir hier auf der linken Seite als Playset in Millennium Rare. Dann haben wir hier drei Stück in Super Rare aus Dark Revolution war das, glaube ich. Oder war es Dark Beginning? Dark Revolution, Dark Beginning, eins von beiden. Darunter haben wir sie dreimal in Ultra Rare aus dem Original Booster, Dark Crisis. Und hier haben wir sie jetzt noch dreimal in Secret Rare, eben aus der Master Collection. Und hier auf der rechten Seite in der Mitte die Fallenkarte Exod Flame, die ebenfalls in Ultra Rare auf Deutsch erhältlich sein wird. Die kommt dann hier rein. Und ja, wir suchen also quasi noch zwei Stück in Secret und zwei Stück in Ultra Rare. Auch wenn ich, muss ehrlich gesagt sagen, mich würde es nicht wundern, wenn es diese Karte auch in Japan als Ultimate gibt. Dann muss ich mir natürlich noch was einfallen lassen. Bisher habe ich sie aber noch nicht gesehen. Vielleicht soll ich mal bei einem meiner Händler nachfragen. Weil, wie man schon in den letzten Neuzugängen gesehen hat, gibt es ja echt die krassesten Karten in Ulti. Ja, das 1000-eurige Opfer, wer hätte denn damit jemals gerechnet? Ich auf jeden Fall nicht. Und ja, weiter geht's mit einer Karte, die ich persönlich jetzt zu den etwas weniger schöneren Monstern aus dem Exodia-Genre, sag ich mal, betrachte. Und das ist eben hier der Exodius, der ultimative verbotene Lord. Ich finde, das Artwork ist zwar cool, es ist nicht hässlich, also bei Gott nicht, aber es ist halt auch nicht so Bombe wie die anderen Karten, die eben Exodia selber oder auch Exodia-supportende Karten. Und ja, da haben wir natürlich Exodius, den ultimativen verbotenen Lord in Kamen und Mosaic Rare. Fehlt uns hier unten noch in Starfall, den hat irgendwie keiner. Dann haben wir ihn hier fünfmal in Super Rare, dreimal in Millennium Super Rare aus Japan und hier einmal aus der Jump in Ultra. Das bedeutet, den brauchen wir hier noch viermal. Sollte es auch den in Ultimate geben, werden wir ihn wohl noch einmal da unten hin tun und hier ein Playset in Ulti. Vertrag mit Exodia natürlich Standard, gibt es ja nur in Kamen hier in Deutschland und eben hier in Millennium Rare aus Japan. So, auf der nächsten Seite haben wir die Torwächter-Sammlung. Dann haben wir natürlich hier den Torwächter in Kamen. Aus welchem Set war der denn nochmal? Mal gucken, ob ich es hier erkennen kann. Ich glaube ja aus der Legendary Collection. Den sollte es, glaube ich, noch in Rare geben. Der fehlt uns hier. Und hier haben wir noch eine Super Rare aus Japan. Den gibt es ja im Deutschen nicht in Super Rare. Und meines Wissens nach gibt es hier noch einen Ultra Rare. Hier unten wären dann die Plätze für die Ultra Rares. Habe ich aber noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe meine Infos zu der Karte aus Yu-Gi-Wiki und ja, manchmal sind die nicht so hundertprozentig zuverlässig. Das heißt, kann auch sein, dass ich mich komplett geirrt habe und es die Karte wirklich hier nur in Secret, Kamen und eben Super aus Japan gibt. Wenn das der Fall sein sollte, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr da zuverlässigere Quellen habt. Und ja, natürlich hier die Teile des Torwächters in den altbekannten Raritäten. Wir haben hier Saga des Donners, Kazijin und Suichin in Kamen, hier in Rare und eben hier in Super Rare aus MAD. Das sind übrigens alles drei Erstauflagen in Mint, was mich echt freut. Vor allen Dingen, bis ich Saga des Donners in Mint bekommen habe, in First, hat schon eine Weile gebraucht. Ich hatte ihn davor schon ein paar Mal in Excellent und Near Mint auch, aber wirklich hier in Mint immer ranzukriegen, hat echt lange gebraucht. Fand ich cool, die anderen beiden hatte ich eigentlich relativ schnell. Und ja, ist auf jeden Fall etwas, was im Kopf bleibt, war aber noch nie besonders spielstark, die Karte, da sie eben sehr langsam ist. Meines Wissens nach. Gut. Hier drüben geht es dann los mit den dunklen Thun-Magier-Mädchen. Da haben wir als allererstes mal ein Thun-Inhaltsverzeichnis in Kamen auf der linken Seite und auf der rechten Seite ein Thun-Inhaltsverzeichnis in Rare. Dann haben wir
das dunkle Magiermädchen zweimal in Kamen. Meines Wissens nach gibt es die auch noch zweimal in Rare. Dafür sind hier die Plätze gedacht. Die haben wir scheinbar noch nicht ein einziges Mal. Dann haben wir 4 Exemplare, einmal hier und einmal hier, aus der Jump in Ultra Rare. Und hier die wahrscheinlich teuersten Exemplare in Prismatic Secret Rare aus Japan. Da geht das Stück je nach Layout 22 Euro für das neuere Layout und 23 Euro für das alte Layout. Ist natürlich nur ein Unterschied von einem Euro, aber naja, ich dachte mir, ich hole mir einfach mal beides ran. Danach geht es weiter mit einer Karte, die ich persönlich sehr, sehr feiere. Und das ist die Walküre des Magiers. Die haben wir hier zweimal in Kamen. Das ist übrigens eine etwas teurere Kamen. Die geht, glaube ich, 1,50 oder 3 Euro, irgendwie sowas in der Richtung. Die ist ja aus dem Starterdeck damals. Dann gibt es sie natürlich hier noch aus dem Turbo-Pack in Rare. Da haben wir sie noch nicht ein einziges Mal. Und eben aus der Jump in Ultra, da haben wir sie auch noch nicht. Dann haben wir hier 2 von 3 gesuchten in Super Rare aus der Collection Gen 7 und eben hier in Playset in Prismatic Secret Rare aus Japan. Ich glaube 5 oder 7 Euro hat mich da das Stück gekostet. Bin jetzt gerade nicht sicher. Wir holen sie hier mal raus. Der Secret Rare Effekt bei dieser Karte ist nämlich echt krass. Sieht einfach mal Bombe aus und ja, ich finde, mit Secret Rare kann man bei der Karte echt nichts falsch machen. Schade, dass die in Deutschland nie in Secret Rare rausgekommen ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Reprint, was nicht so von Vorteil für mich wäre, da ich dann wieder einiges umbauen müsste hier. Und ja, hauen wir sie mal wieder rein. Links und rechts haben wir die Friedensboten, sind alle 5 in Super Rare. Ich habe jetzt eben gestern von einem Abonnenten von mir so ein paar Karten angeguckt, die er verkauft, aber auch ein Friedensbote mit drin. Und ich denke mal, ich werde das als Komplettsammlung einkaufen. Weiß noch nicht, was er dafür haben will, er überlegt sich's noch. Aber ich werde die Sammlung auf jeden Fall nehmen. Da sind auch richtig coole Sachen dabei, wie zum Beispiel aus MFC die, oh Gott, amazonische Schwertkämpferin, kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwas mit amazonisch auf jeden Fall. Und ja, es gehört also noch zu den etwas leeren Seiten hier im Ordner. Dann, die haben wir komplett fertig. Boah, wo fangen wir an? Also okay, wir haben hier oben natürlich 2 Stück in Kamen und einen in Rare. Da haben wir natürlich gleich die Low Rares durch. Dann haben wir hier 4 Stück in Ultra Rare. Davon sind 3 Stück aus Dark Beginning und eben hier eine aus der Legendary Collection. Dann haben wir die Dunkle Magier in Secret Rare. Die beiden Exemplare und diese beiden Exemplare hier sind in Prismatic Secret Rare aus PCY, also eine der wenigen, also verhältnismäßig wenigen Karten in Prismatic Secret Rare, die auch mal in Deutschland rausgekommen sind. Sind ja weniger als die normalen. Und hier oben haben wir eben den Dunklen Magier aus der Legendary Collection in Secret Rare, den ich übrigens selbst gezogen habe. Ich hatte dieses Opening sogar aufgenommen für den Kanal hier und auch hochgeladen, aber das ist schon ewig her. Das war lange, lange Zeit vor unserem Reset. Wir haben ja einmal unseren Kanal resettet. Davor haben wir auch Openings und Displays und so weiter gemacht. Und das war alles höchst unprofessionell und ja, hatte irgendwie was von, naja, irgendeinem 12-Jährigen, der hier seine Booster öffnet. Und dann haben wir zu guter Letzt hier an der Seite natürlich 2 Playsets in Ultimate Rare aus dem damaligen Starter-Deck. Es gab ja nur 2 Starter-Decks, wo die Hauptkarte Ultimate war und das war einmal eben die mit dem dunklen Magier und einmal die mit dem Blue Eyes, den wir ja im letzten Binder, in der letzten Bindervorstellung, also im Buch der Götter, gesehen haben. Und ja. Und dann schauen wir weiter. Ja, hier haben wir jetzt die dunklen Magier in diesem Artwork. Ganz links haben wir hier die Colored Rare Varianten. Das ist eben auch das, wo ich sagte, hier unten sollte noch eine mit violetter Schrift kommen. Ich hatte gehofft, dass die heute kommt, aber war wohl nix. Aber ist egal, wird wahrscheinlich Montag kommen. Und ja, dann haben wir hier natürlich die Altbekannten aus dem Starterdeck in Super Rare. Dann natürlich hier ein Playset aus LOB, keine von denen First. Ich hatte erst einen Dark Magician aus LOB, Deutsch und First, aber der sah natürlich auch dementsprechend aus. Und eben hier ganz am Rand haben wir den dunklen Magier aus BPT. Den hole ich euch auch mal ganz kurz raus. Einfach mal nur so. Es gibt sicherlich vielleicht den einen oder anderen, der die Karte noch nicht kennt. Ja, also es ist, ich weiß nicht, gut, den Effekt sieht man jetzt hier, glaube ich, gerade nicht so prickelnd, aber sie ist auf jeden Fall in Secret Rare und ich finde das auch
nach Ultra Rare oder mit Ultra Rare eine der schönsten Seltenheiten, die es für die Karte gibt. Ich denke mal, selbst in Common und Ultimate würde diese Karte aussehen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht eine Seltenheit vorstellen, außer vielleicht irgendwie Shatterfoil, in der diese Karte nicht toll aussehen würde. In der Mitte haben wir noch zwei Playsets Wiedergeburten. Davon ist die erste oben aus der Legendary Collection und die anderen fünf Stück hier sind aus LOB. Dann kommen wir zu diesem Magier hier. Das ist jetzt verhältnismäßig wird verhältnismäßig eine relativ teure Seite. Noch ist sie relativ günstig. Wir haben hier nämlich den dunklen Magier in Common aus den Jubilee Legendary Decks. In Millennium Rare aus dem MB01 Starter Deck. Den gibt es ja auch als World Championship Promo Karte. Da kostet sie ca. 50 Euro. Auch in Millennium Rare und natürlich hier vier Stück aus dem Starter in Ultra. Nochmal zwei Playsets Wiedergeburten, allerdings diesmal in Common. Und hier haben wir jetzt den dunklen Magier in Prismatic Secret Rare aus Japan. Den gibt es natürlich auch auf Deutsch und zwar aus BPT, DOR, DDS und so weiter. Also den gibt es aus mehreren Sets in der Seltenheit und die sind halt doch alle relativ teuer. Ich möchte hier ein Playset aus DOR drin haben. Die kosten ca. 50 bis 60 das Stück. Das heißt, das hier ist eigentlich nur ein Lückenfüller, den ich mal so bei Kerem mitgenommen habe für 15 Euro. Der wird dann auch wieder zum Verkauf stehen. Und richtig teuer wird es dann hier im Rand. Die gibt es ja nämlich auch in Ultimate aus Japan. Da werde ich für eine wohl 80 Euro löhnen müssen. Also das ist dann schon ein dunkler Magier, der etwas mehr ins Geld geht. Und ja, das hat aber noch Zeit. Ich denke, die werde ich dann als letztes hier in dem Album in Angriff nehmen. Und ja, machen wir mal weiter. Genau, dann haben wir hier ein ja, Low-Rare-Thema, würde ich sagen, das ich hier einfach mit reingeknattert habe. Ist ziemlich bunt, ist ziemlich toll anzugucken. Wir haben ja einmal eben das Motten-Thema, eines der schlechtesten Themendecks, die es jemals gegeben hat. Wir haben einmal Kokon der Evolution, natürlich in Common, Motten-Love in Playset in Common, kleine Motten in Playset in Common. Hier haben wir die große Motten in Common, in Rare und hier unten, also die gibt es scheinbar noch in Secret Rare. Und in Secret Rare fehlt sie uns natürlich, das heißt, die brauchen wir noch. Dann haben wir hier zwei Playsets der perfekten ultimativen großen Motte. Davon haben wir nur ein Ultra-Rare-Exemplar und fünf Secret-Rare-Exemplare. Die gibt es noch in japanischen Ultimate, liegt auch schon bei meinem Händler Eduard. Da wird wahrscheinlich die hier oben dann dran glauben müssen. Die werde ich dann irgendwie weiterverkaufen etc. Ist ja nichts wert, ein paar Cent vielleicht. Ist ein schönes Thema für zwischendurch. Ich finde, man darf Cummins nicht unterschätzen. Es gibt auch komplette Cummins-Binder, wo nur mit Cummins voll sind. Und ja, eine kleine Zwischenfrage, Kamenbinder. Also es ist natürlich auch so, dass wir zwischendrin mal Kamenbinder machen und ich weiß ja, dass einige von euch sich nur für Glitzerkarten interessieren. Deswegen hier an der Stelle meine Frage an euch. Bitte beantwortet das in den Kommentaren dieses Videos, damit ich da Bescheid weiß. Wenn wir einen Kamenbinder machen, wollt ihr den auch sehen oder ist euch das zu langweilig? Das müssten wir wissen, damit wir wissen, ob wir diese Videos machen sollen oder ob wir diese Binder überspringen sollen. Gut. Ja, hier haben wir jetzt den schwarzen Totenkopfdrachen. Den gibt es in ziemlich vielen verschiedenen Raritäten. Wir haben ihn hier oben einmal in Common aus dem Millennium Pack und hier aus der Legendary Collection war das, glaube ich, in Rare. Als Erstauflage. Dann haben wir darunter, also die zwei hier darunter sind in Super Rare aus, oh Gott, war das Dark Beginning? Ja, es war Dark Beginning 1. Dann haben wir zwei Stück in Millennium Super Rare aus Japan. Und darunter hier und dort zwei Stück in Ultra Rare. Das heißt, hier kommen auch noch zwei in Ultra hin. Die Reihe hier wird mit Secret Rares vollgemacht. Die gibt es ja auch in Secret Rare aus Amerika, glaube ich. Also in Englisch gibt es die, glaube ich, irgendwo nicht hin. Da liegen auch schon zwei Stück bei meinem Händler, Eduard. Die werden wohl nächsten Monat mitgeschickt. Und hier an der Seite haben wir natürlich wieder das Playset in Ultimate Rare, das relativ schnell in letzter Zeit sogar zusammengekommen ist. Ich hole euch hier auch nochmal eine Karte raus und zeige die euch. Also für das erste Exemplar habe ich 35 bezahlt, für das zweite 25 und ja, das dritte weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Gut, genau, die Drachenflüche. Drachenflüche haben wir hier direkt eine Doppelseite gemacht. Ich finde, Drachenflüche ist eine mega coole Karte aus dem ersten Set, das jemals rausgekommen ist. Noch mehr Retro geht eigentlich nicht. Wir haben hier zwei Drachenflüche in Common und in der Mitte einen in Rare. Eigentlich wollte ich den Drachenfluch hier in Common noch darüber bauen, aber ich dachte mir, ich lasse das einfach mal so.
Und ja, dann haben wir natürlich zwei Drachenflüche in Super Rare als Erstauflage und auch der Rest dieser ganzen Drachenflüche ist Super Rare aus LOB allerdings, sind das keine Erstauflagen. Interessant ist hier übrigens der Preisunterschied der Karten von der Auflage her. Wenn ihr euch auf eBay einen Drachenfluch in Super Rare kauft, was ihr logischerweise machen könnt, und es ist auch nicht schwer ihn zu finden, das ist noch eine relativ häufige Karte, dann bezahlt ihr für eine unlimitierte Auflage in etwa 1 Euro, 1,50 Euro, vielleicht auch mal 2 Euro. Wenn man aber auf TCG schaut, ist der Drachenflug natürlich, ich glaube, ein bisschen weniger wert. Aber die Erstauflage geht in Mint in etwa 20 Euro, zumindest das letzte Mal, als ich nachgesehen habe. Wenn ich euch etwas über den Wert einer Karte erzähle, das gilt vor allen Dingen an die Leute, die mich gerne in den Kommentaren korrigieren, was auch schön und recht ist und was sie auch tun sollen, eben um meine Irrtümer auch auszubügeln. Ich bin ja auch nicht allwissend, aber das geht speziell an diese Leute. Wenn ich etwas über den Wert einer Karte sage, dann bezieht sich diese Aussage immer auf das letzte Mal, als ich nachgesehen habe. Das kann auch schon einige Monate her sein. Ich sitze nämlich nicht den ganzen Tag am PC und schaue, was ist die Karte jetzt wert. Jetzt sind 5 Minuten vergangen, guck mal, was jetzt wert ist. Sondern das ist schon, das ist immer eine etwas veraltete Info, sage ich mal. Gut, auf der nächsten Seite haben wir den blauäugigen Tundrachen mit der neuen Tunwelt aus dem Millennium Pack im alternativen Artwork. Ich muss sagen, mir gefällt die alte Tunwelt wesentlich besser. Sie ist düsterer, sie ist schöner gemacht, sie ist edler gemacht von der Zeichnung. Aber ich finde natürlich auch die neue Tunwelt relativ hübsch. Kann man nichts dazu sagen oder nichts dagegen sagen. Aber trotzdem, ich bin immer noch ein Fan der alten Tunwelt. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und ja, wir haben hier 2 Exemplare in Common. Eines in Rare, 3 in Super Rare und hier 2 Playsets in Secret Rare, wobei die ersten beiden, einer Englisch, einer Deutsch, Erstauflagen sind. Die Tundrachen als Erstauflagen sind gar nicht so teuer. Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, ging eine Erstauflage, glaube ich, irgendwas mit 8 Euro. Ist also relativ gut bezahlbar. Aus Spellruler war die, glaube ich. Und ja, freut mich, dass wir die fertig haben. Es hat nämlich auch wirklich ewig gebraucht, bis wir die Sammlung hier fertig gekriegt haben. So, dann kommen wir zum blauäugigen weißen Drachen, wieder in einem anderen Artwork. Wir hatten ihn natürlich auch im Buch der Götter schon drin, im Standard-Artwork, in dem Steintafel-Artwork, im Weltkugel-Artwork. Und ja, hier ist es, also kümmern wir uns erstmal um die Zauberkarten. Wir haben hier das Drachen-Odem der Zerstörung, einmal links und rechts oben hier in Kamen. Dann haben wir hier linkerseits ein Exemplar in Super Rare und eins in Ultra und auf der rechten Seite haben wir 2 in Ultra. Weil ich hier einfach keinen Super Rare aktuell habe. Ich werde die auch, glaube ich, nicht mehr austauschen. Ja, hier sehen wir jetzt natürlich die Karten, die wir auch gestern bei den Neuzugängen gesehen haben. Wir haben hier nämlich auf der linken Seite erstmal ein Playset aus der Duelist League in Colored Rare. Da sind eben gestern die letzten beiden Karten eingetroffen. Und dann natürlich die wahrscheinlich billigste Blue Eyes Karte überhaupt, nämlich eben die Karte in dem Design aus dem SKE. Haben wir hier als Playset, als Erstauflage natürlich. Und ja, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Muss aber sagen, dass die Karte in Kamen, also sie ist ja hier nicht in Kamen, aber das Bild ist eben Kamen gehalten, dass die Karte hier im Kamen Artwork wesentlich besser aussieht als Super Rare, muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Karte gefällt mir wesentlich besser als die hier. Dann gibt es hier natürlich noch ein Ultra Rare aus LOB. Da haben wir hier auch ein Playset und eben hier aus BPT in Secret Rare. Abgesehen vom BPT gab es sie auch noch in den Forbidden Legacy Blistern als Promokarte. Da war sie, glaube ich, noch ein bisschen seltener. Die haben wir hier halt nicht. Aber der liebe Yu-Gi-Oh! Oldschool hat sie ja glücklicherweise aus einem der Blister gezogen, die er endlich mal aufgemacht hat. Er lässt das immer als Original verpackt. Doch, das ist so schade. Ich könnte das gar nicht original verpackt lassen. Ich würde irgendwann eines Nachts aufstehen und den ganzen Scheiß aufreißen. Und ja, die Sammlung ist jedenfalls auch fertig. Freut mich auch. So, hier wird es jetzt richtig teuer. Und zwar schweineteuer. Zuallererst haben wir den ultimativen blauäugigen Drachen, beziehungsweise den blauäugigen ultimativen Drachen in Gold Rare. Hier 2-mal. Was mich gewundert hat, war der Preis dieser Karte. Mir hat ja letztes Mal einer eine Gold Rare abgekauft und ich wollte halt nachgucken, was sie wert ist. Ich bin so von 2-3 Euro ausgegangen und zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt gar nicht so lange her, vielleicht einen Monat, ging diese Karte fast 10 Euro, also 8 Euro und ein paar zerquetschte waren das, glaube ich. Was mich echt gewundert hat.
Dann haben wir hier drei Stück aus der Jump in Ultra Rare, ich glaube aus dem Duelist Pack Kaiba, müsste auch in Ultra rausgekommen sein, kann mich aber auch täuschen. Und ja, hier haben wir sie dann noch viermal in Secret Rare, wobei ich sagen muss, in dem neuen Duelist Pack sind sie ja auch in Rare rausgekommen. Das heißt, eine dieser Rare-Karten oder eine der Ultra-Rare-Karten, bin mir jetzt noch nicht sicher, wie ich es mache, werden wohl dran glauben müssen für eine Rare. Das ist natürlich eine wertmäßige Minderung, aber muss sein. Bestellt ist das Ganze schon, bezahlt auch, müsste also auch irgendwann nächste Woche eintreffen. Ob ich die aber in den Neuzugängen zeige, ist natürlich fraglich. Ja, hier kommt eine Starfall rein. Die ist, ich glaube, irgendwo als Promo mit dabei gewesen. Die geht sogar 80 Euro, ist also eine verdammt teure Starfall Rare. Die einzige vergleichbare oder etwas teurere Starfall, die ich noch kenne, ist der Geistersensenmann aus BATT, den ich habe. Der geht sogar 15 Euro. Darunter haben wir eine Super Rare aus Japan im alten Layout und hier, das hole ich auch mal ganz kurz raus, sehr, sehr schön, ein blauäugiger ultimativer Drache in Super Parallel Rare. Ich weiß nicht, nee, den Effekt sieht man hier, glaube ich, gerade nicht. Das sehe ich dann erst am großen PC, ob der Effekt auch wirklich so eingefangen worden ist. Ach, was soll's. Jedenfalls, wahnsinnig nice. Wahnsinnig nice, freut mich echt krass, dass ich die Karte auch bekommen habe. Dann haben wir natürlich ein Exemplar hier in Ultimate Rare, da fehlen auch noch beide, und eben ein Playset in Ghost Rare, wo eine Karte ca. zwischen 35 und 40 Euro geht. Selbiges gilt natürlich hier für die Ultimate Rare und auch die Parallel Rare war nicht gerade günstig. So, weiter geht's mit dem 5-Götterdrachen. Das ist natürlich jetzt nichts übermäßig Spektakuläres. Wir haben ihn halt hier als Playset in Kamen. Dann haben wir zwei Stück nebeneinander hier in Millennium Super Rare. Darunter vier Stück in Ultra. Hier nochmal ein Playset in Ultra. Hier ein Playset in Gold. Und hier kommt er in Japanisch nochmal hin, in Ultimate. Das wird dann wieder ein bisschen teurer. Ich glaube 18 Euro oder so wird ein Stück kosten. Aber ansonsten ist das halt eine Random-Sammlung. Sieht aber relativ nice aus vom Artwork her. Und zu guter Letzt, beziehungsweise zu guter Vorletzt, kommen wir zum Zorg, dem dunklen Meister. Ja, da fehlen natürlich noch zwei in Kamen, die haben wir garantiert irgendwo liegen, aber mein Gott, muss ich halt mal raussuchen, bin ich gerade zu faul für. Auf der rechten Seite haben wir sie hier in Millennium Super Rare aus Japan. Dann haben wir hier ein Exemplar in Kamen, dann eins in Rare. Dann haben wir nochmal eins in Kamen, da werde ich wahrscheinlich nochmal in Rare reinhauen. Okay. Dann haben wir hier zwei Exemplare in Super Rare. Hier nochmal ein Playset in Super Rare und hier eben noch ein Playset in Millennium Super Rare. Ich zeige euch das auch mal eben kurz. Weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Wie gesagt, es tut mir leid, die Belichtung ist wirklich nicht die beste. Das ist ein Problem, das konnte ich noch nicht lösen bei den Bindervorstellungen, aber das wird vielleicht in der Zukunft mal der Fall sein. Und zu guter Letzt habe ich hier eine Sammlung hinten reingehauen, die mir persönlich nicht so, die mich nicht so anprickelt, deswegen habe ich sie klein gehalten, auf die letzte Seite gehauen, nämlich die Seepferdchen-Kaisersammlung. Zwei in Kamen, zwei in Rare, zwei in Ultra Rare und eben in der Mitte die optisch fast gleich aussehende Karte Seeschlangenkämpfer, der Dunkelheit, das Playset und ja. Es gibt auch ein kleines Gewinnspiel und dazu kommen wir jetzt. Zu gewinnen gibt es einen dunklen Paladin in Gold Prismatic Secret Rare aus Japan mit einem Wert von 7,50 Euro. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Schätzt den Wert des jetzt gezeigten Ordners und schreibt diesen Schätzwert in die Kommentare. Ich werde das Ganze dann im nächsten Video auflösen und den Gewinner bekannt geben.